Bah, il sait qu'il y a le tir au camp. Ah, il est chasse, Paul. Zum Glück brauchen die meisten wohl eine Brille, also seht ihr uns nicht. Vito, das ist das Haus. Hack direkt davor. Das ist das Haus, hab Nico. Lingelingeling. Klopf, klopf, klopf. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Oh, Sie haben was Henry. Gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Du hast genug Geld, um die Schulden deines Vaters zu tilgen. Hatte ich auch schon vorher, du Vollidiot. Nein, wir haben kein Radio. Kann ich auch, seht ihr? Naturtalent. Warum bist du gut gewöhnt? Ich bin dabei. Aha, wollen wir auch noch eine Brille? Sehen mich alle? Nee, nicht. Ups. Doppel Ups. Kann ich nur so ungeschickt sein? Ich fand was mal eine Ballerei. Ist ja auch passiert. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler. Okay, das war scheiße. Das war mehr als viel. Ich hab nicht getroffen. Na doch, hab ich. Geht ja, man kann auch treffen. Das ist der neue Heiligen-Konvoi. Schnell rein. Jetzt geh doch mal, verfickte Scheiße. Nur wenn du das Leben vor den Richter schaffst. Ich bin so gut. Headshot. Und runter. Nein, kein Radio. Diesmal versuchen wir keinen Schreit anzufangen. Da sind wir at home. Mehr oder weniger. Ja,
rennen wir die Treppe hoch wie ein Bescheuerter. Und gehen einfach mal da rein. Und die Angst ist Wasser zugemacht. Naja, das ist Wasser auf. Und wir legen uns schlafen. Und wir sehen uns wieder im Kapitel 6. Und zwar gut genutzte Zeit. Und tschüss.